Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA San Andreas auf der PlayStation 5. Ja, wir machen weiter mit den Missionen und ich würde sagen, wir starten dieses Mal bei Big Smoke und dann rein da. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, Carl. I gots to go scoop her up. All right, then. Come on. Was hat Officer Tenpenny bitteschön bei Big Smoke getrieben? Naja. Vermutlich war er wegen irgendwas Illegalem da. Was Big Smoke gemacht hat, bestimmt war es so. No reason. I just wanted to get in the car, Blue Lane. Oh yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Big Smoke, dein Auto ist scheiße. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you're full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ah, ja. Okay. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talking. Man, I should have known. Excuse me, Jose. Yo soy el Grando Smokio, and I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffeeo up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to here. Fuck this, man. Get him, Smoke. Yeah, yeah, get that shit now. Get him. What you talking about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. We gotta stick with him. Na, Big Smoke, ob du mithalten kannst? Ich weiß ja nicht. Offensichtlich nicht. Okay, und wir dürfen jetzt natürlich hinterherlaufen. Checkpoint-Speicherung, sehr gut. Ja, wir haben The Big Smoke übersetzt mit El Grando Smoko oder so. Kann hier irgendjemand... wir laufen einfach durch. Kann hier irgendjemand Spanisch und verifizieren, dass dies tatsächlich die korrekte Übersetzung ist? Wie ist das eigentlich? Sollen wir ihn erschießen, oder? Schauen wir mal. Wir verfolgen ihn jetzt einfach mal. Einfach mal hinterherlaufen. Überfahr mich nicht. Ja, bessere Konditionen brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen, ich war auch vor dieser Folge, war ich mal wieder ein bisschen pumpen. Ist natürlich, gut, hat jetzt keine Auswirkung auf die Ausdauer, aber... Na komm. Okay, wenn ich ihn haue, dann passiert einfach nichts. Ich weiß halt auch nicht, bin mir auch nicht sicher, ob wir ihn überhaupt umbringen sollen. Das ist es eben. Na komm. Weil ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt erschießen. So, komm mal, jetzt. Jetzt haben wir ihn. So. Okay, wir sollten ihn töten. Alles klar, haben wir gemacht. Ja, dann hätten wir ihn doch einfach erschießen können. Gut. So, dann brauchen wir jetzt erstmal wieder einen fahrbaren Untersatz. Big Smoke braucht man anscheinend nicht nach Hause fahren. Hier kommen wir einfach dich, ja. So, genau. Upsi. So. Ey, komm, ihr habt mich angefahren. Ihr habt mich angefahren, Leute. Mal nicht die Tatsachen verdrehen. Nur weil ich schwarz bin, das ist, ne. Und, zack.
Guck mal, fast perfekt eingeparkt. Wunderschön. Komm, und ab in die nächste Mission. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. Three Deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to, Smoke? Unity Station. So, und schon wieder war Tenpenny bei Big Smoke. Direkt zweimal hintereinander. Das stinkt doch irgendwie. Ich meine, erst sind sie bei ihm im Haus, jetzt waren sie mit ihm zusammen in der Garage. Also, sorry. So. Ja, wieder genau das dann alles lief, weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich sag da auch nicht allzu viel, weil für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen sollten, wäre es blöd, jetzt hier zu spoilern. Aber es dauert eh alles noch sehr, sehr lange. Some Vargas cats meeting some San Fierro reefer, cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. Oh nein. Oh nein, ich glaube, ich befürchte, ich weiß, welche Mission das ist. Oh nein. Also diejenigen unter euch, die das Spiel kennen, wissen, was jetzt passiert. Es ist diese legendäre Folge mit All You Had To Do Was Following The Damn Train. Ja, diese Mission ist es. So, und ich hoffe, hier funktioniert sie besser als im Original. Das ist mit einer der behindertsten Missionen im ganzen Spiel. Weil es auch doch ein bisschen mit Glück zusammenhängt, ob man diese Mission schafft oder nicht. Zumindest war es im Original so. Komm, einfach weiter. Dranbleiben. Wir haben zwar noch sehr viel Strecke vor uns, aber die Möglichkeit hat, sie zu erschießen. Aber, ja, ihr wisst ja, diese Mission ist berühmt-berüchtigt. Aus dem Weg. Ist ja wohl auch noch, oder? Der ist doch schon so gut wie tot. Jawohl. Sehr gut. Okay, konnten wir jetzt hier nicht demonstrieren. Guck mal, eine MP sogar. Warte, ich steig mal eben ab. Weil die möchte ich dann doch ganz gern haben. Okay. Ja. Gott sei Dank musste ich jetzt hier nicht präsentieren, was ich meinte. I don't know. That's why I'm asking you. Yo, hey, don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was doing. But if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Ja, also für diejenigen, die das Spiel halt noch nicht kennen, früher war es eben so, man hatte halt den Zug verfolgt, sehr, sehr lange. Man konnte ihn quasi bis zur Grenze des Gebiets verfolgen, zumindest des freigeschalteten Gebiets. Dann wäre er quasi in die dritte Stadt gefahren, die man freischalten kann. Und ab da konnte man ihm halt nicht mehr folgen. Und dann hieß es halt von Big Smoke, ja, all you had to do was following the damn train. Smoke hat es halt die ganze Zeit nicht geschafft, die Leute auszuschalten. Deswegen durfte man die Mission gerne mal 2, 3, 4 Mal machen. Out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie, you be careful with those cats. I'm gonna see you later. Ja, und das ist halt der Hintergrund. Warum ich mich so ein bisschen vor dieser Mission gefürchtet habe, weil es wirklich gut hätte sein können, dass wir sie ein paar Mal machen müssen, aber diesmal hat es wirklich sehr, sehr gut geklappt. Vielleicht haben sie es auch einfach ein bisschen gefixt. Mittlerweile. Dass es halt nicht mehr so läuft wie früher. Na, das wäre, fände ich tatsächlich sogar ganz gut, wenn solche Dinge dann halt auch verändert werden, auch wenn es natürlich ein bisschen Kultstatus hat. Also es ist halt ein Meme geworden über die Jahre. Warte mal. Ah, okay, da haben wir gerade die ganzen Ballaster.
Weil da wäre jetzt eigentlich diese Graffiti, aber gut, dann überspringen wir das Graffiti jetzt nicht. Wir fahren jetzt nochmal eben zu OG Locke. Machen mit ihm nochmal eine Mission. Und genau, und dann wird die Folge, denke ich mal, auch schon wieder vorbei sein, weil wir müssen jetzt doch relativ weit fahren, um zu ihm zu kommen. Ach, blöd, dass wir jetzt das Graffiti da nicht übersprühen konnten, aber ja, ich wollte jetzt auch nicht das Risiko eingehen, erschossen zu werden, da hatte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Das ist halt nur wegen so einem blöden Graffiti, das wäre blöd. So. Genau. Zack. Gehen wir nochmal kurz was essen? Ja, oder? Hauen wir uns nochmal schnell einen Burger rein. Einfach nur, damit unsere HP-Leiste wieder voll ist. How may I serve you? Genau. Nehmen wir einfach das billigste eben, das reicht dann eigentlich. Dankeschön. Nee, es reicht doch nicht. Es reicht doch nicht. Aber egal. Wir werden's schon überleben. Diese Mission. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Schauen wir doch einfach mal. Kommt zwischen 22 und 6 Uhr wieder. Ach komm. Leute, das hättet ihr mir auch mal früher sagen können. Okay, dann halt nicht. Dann, wo fahren wir stattdessen hin? Ja gut, wir müssen sowieso in die Richtung, ja, entweder Ryder oder Sweet. Schauen wir mal, welchen von denen wir dann nehmen. Ich würde sagen, einfach mal die Ryder-Mission, oder? Na super, und schon sind wir wieder angeschossen worden. Dabei sind wir jedoch nur lang gefahren. Aber gut, das hier scheint halt auch wieder Ballast-Territorium zu sein. Und deswegen irgendwann später im Spiel wird es ja auch unten in der Karte angezeigt, also da sind halt Gebiete farblich markiert. Und dann kann man diese Gebiete halt auch erobern und so weiter. Dann, hoppala, aua. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber bis dahin wird noch einiges an Zeit vergehen. Also das Spiel ist nun mal nicht irgendwie in 4-5 Folgen abgeschlossen. Ja, ich schätze mal so um die 30 bis 40 werden wir bestimmt brauchen. Ja, aber es macht ja auch nichts. Ich spiele GTA San Andreas wirklich sehr gern. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es 100 Folgen lang wäre. Alles gut. So, dann sind wir auch gleich schon da und dann, genau, machen wir einfach mal die Ryder-Mission. Und dann ist auch alles gut. So, ja, nicht was hier hinausschießen. Ich hoffe, hier ist nämlich auch noch wieder irgendeine dämliche Zeitbegrenzung. Nein. Hey Ryder, what the hell are you doing? I think I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. And it's got a, how you say, little something-something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Jawohl. You drive, CJ. Natürlich fahren wir. Not your shit, man. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road. Yeah. That's our train, all right. Shit, look like some north side. Right of us. Okay. So.
Handy. Ist hier noch jemand? Da ist noch einer. Okay, was ist das? Schütze den Zug vor dem Ballhaus. Na klar, machen wir doch platt. Ja, triffst du die vielleicht auch mal? Ah. Das Geld und die Muni nehmen wir auf jeden Fall noch eben kurz mit. So. Und dann jetzt drauf da. Ja, wie gesagt, Officer Tempany, der ist momentan wirklich sehr, sehr präsent. Ich glaube, in den letzten drei... Die letzten drei Missionen ist er immer aufgetaucht. Ja. Wir fährten jetzt auf einmal sein Auto. Oh. Damn, not so hard. Hopp. Ist halt vernünftig fangen. Ich weiß, dass der Wurf gut war. Dankeschön. Jawohl. Läuft wie geschmiert. Eigentlich schon. Jetzt. Alles klar. Drei Sterne. Alles klar, dann fahren wir in Paint Spray. Ist jetzt zum Glück hier gleich um die Ecke. Weg aus dem Weg. Oh. Aber jetzt blockiert mich doch nicht, ihr Idioten. So. Genau, jetzt fahren wir nämlich hier rein. Lassen uns kurz umlackieren. Und natürlich sind wir auf einmal ein völlig anderes Auto. Niemand kann ahnen, dass wir es sind. Und wir können verschwinden. So. Wisst ihr, so geht das. So, up. Einbiegen. Dann sind wir auch gleich schon da. Bam. Damn, homie, your stuff is tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Natürlich. Gangster for life. So, Respect Plus. Und ich würde sagen, wir speichern nun mal eben ganz schnell. Und dann machen wir noch die Mission von Sweet. So, Sweet Girl. Jawohl, einmal speichern. Passt. So, weil dann haben wir nämlich auch auf jeden Fall schon mal wieder die volle Lebensleiste. So, und dann ab in die Mission. Tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Alles klar, dann fahren wir mal zu der Werkstatt. So, und... Ah ja, ich glaube, ich weiß sogar, welche Mission das ist. Wir werden dann gleich im Anschluss quasi zu so einem Lowrider-Treffen fahren. Genau, da... Deswegen, da sage ich es auch gleich schon mal direkt, sollte es dann ein wenig belächern klingen, wenn wir da sind. Das liegt dann daran, dass ja quasi bei diesem Lowrider-Treffen Lizenzmusik gespielt wird. Und die lasse ich von YouTube rausfiltern und dann kann es halt sein, dass der Ton nicht ganz so geil ist. Aber insgesamt ist es ganz okay, denke ich.
So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back. So here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Jawohl, passt. So, na, wir wollen das Radio aushaben. Achso, wir sollen rückwärts in die Tuning-Werkstatt fahren. Na gut. Wenn er meint. So, rein da. So, müssen wir jetzt hier eigentlich irgendetwas tun? Farben? Jetzt sind wir hier noch Hydraulik. Müssen wir da noch irgendwas machen? Boah, Hydraulik für $1,500, so viel Geld haben wir ja kaum. Zeigenteile. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach so rausfahren, ist auch alles gut, oder? Genau, Vater dem Lowrider treffen. Machen wir auch. Ja, Leute, aus dem Weg! Aus dem Weg! Hat selber Schuld. Okay, weil wir haben halt einfach nicht wirklich viel Kohle und das dann halt für diese Lowrider-Karre raushauen, die wir jetzt sowieso nur dieses eine Mal in dieser Mission fahren werden. Nee, da spare ich mir das Geld lieber. So. Hoppala. So, und dann, genau, rücken wir das Ding gleich noch. So, hier nochmal schnell durch, bevor der Zug kommt. So, dann wie gesagt, nicht wundern, wenn der Ton ein wenig komisch klingt. Das liegt wie gesagt an der Musik, die dann rausgefiltert wird. Ich hoffe, YouTube kriegt das auch hin. Manchmal schaffen die es nicht. Aber ich hoffe, das klappt. You up for a bounce, homie? Jawohl, wie viel setzen wir dann mal? Achso, mein Einsatz. Setzen wir einfach mal. Einfach mal 1000, oder? Genau, den Maximum. Wir gehen gleich in die Vollen. So. Okay, diese leicht bekleidete Dame setzt sich mit zu uns ins Auto. Okay. So, alles klar, Aktion. So. Ja, einfach die Tasten drücken. Dann wackeln wir hier ein bisschen hin und her und müssen halt einfach nur gegen unseren Gegner gewinnen. Genau. So, aktuell ist noch ganz einfach, aber das kommt dann mit der Zeit. Meine Nachbarn verschieben anscheinend gerade wieder irgendwelche Möbel. Deswegen tut mir leid, falls man das hören sollte. So. Na komm, ein bisschen mehr darf das schon passieren. Und sehr gut, ist immer gut. Punktetechnisch sind wir eh ganz weit vorne. Ich weiß noch früher, also ganz früher, als ich das erste Mal gespielt habe, da hatte ich aus irgendwelchen Gründen immer massive Probleme gehabt bei dieser Mission. Ich weiß nicht warum. Weil es ist eigentlich total einfach. Na gut, das ist halt auch 10 Jahre oder sowas her, wenn nicht gar mehr. Also eigentlich sogar eher mehr. Eher 11, 12 Jahre, ich weiß gar nicht, wann habe ich in GTA San Andreas das erste Mal gespielt? Das muss ja irgendwie auch... Ja, so 2009, also 14 Jahre ungefähr muss das jetzt schon her sein. 2009, 2010, irgendwo da. Genau. Boah, das ist der Wahnsinn, wie ewig lang das alles schon wieder her ist. Aber das Spiel ist halt auch schon alt und ich werde auch alt. So. Und dann sind wir schon wieder durch. Easy peasy. You're pretty good for a beginner, eh? That shit was all right. When has my brother been a lowrider? Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes.
Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it Orale, worse. Vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Naja, der Cesar, der scheint doch eigentlich ganz entspannter Typ zu sein. Und ihr seht ja, genau deswegen hier habe ich nämlich den Maximaleinsatz gesetzt, weil wir eben auch entsprechend mehr Geld bekommen, wenn wir mehr Geld setzen. Und es wäre natürlich auch sowieso vollkommen klar, dass wir das Ding hier gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal wieder durch. Die Folge war diesmal wieder ein bisschen länger. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Upsi. Oh, ich habe einen Bullen überfahren. Scheiße. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Mission wieder. Und bis dann.